Ihr Lieben, wir wollen uns heute mit Gottes Hilfe mit einem Thema beschäftigen, das für unser Glaubensleben als Christen, denke ich, sehr grundlegend und wichtig ist. Und zwar mit dem Thema Dankbarkeit. Ich möchte am Anfang dazu zwei Worte aus dem Neuen Testament lesen. Erst einmal 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Dort lesen wir: Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid in allem dankbar. So steht es in der revidierten Schlachterbibel übersetzt. Andere Bibeln sagen auch, sagt in allem Dank. Und dieses griechische Wort Eucharisteo bedeutet beides. Es bedeutet also die innere Haltung und den äußeren Ausdruck dieser Haltung. Wenn ich dankbar bin im Herzen, dann sage ich Gott Dank mit meinem Mund. Wenn ich Gott Dank sage, aufrichtig, dann habe ich auch Dankbarkeit in meinem Herzen. Also ist beides eigentlich gemein. In Epheser 5, Vers 20 finden wir dasselbe Wort und dieselbe Aussage. Auch das wollen wir lesen. Da heißt es, sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das müssen wir nochmal buchstabieren. Das ist nämlich nicht ganz so einfach, dieses Wort. Sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Totale Dankbarkeit. Ständige Dankbarkeit. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal so ganz bewusst uns vor Augen geführt haben, was das eigentlich bedeutet. Dankbarkeit unserem Gott gegenüber. Das sollte eigentlich ein Grundzug unserer ganzen Glaubensbeziehung zu Gott sein. Christen sind dankbare Leute. Sehen wir das so? Leben wir das auch so? Dankbarkeit zu Gott sollte eine grundlegende Eigenschaft sein, die unser Leben kennzeichnet. Und daran erinnern uns auch diese beiden Bibelworte. Dass diese Bibelworte als Gebote, als Aufforderungen formuliert sind, zeigt uns etwas anderes. Dass nämlich Dankbarkeit Gott gegenüber nicht selbstverständlich aus unserem Herzen fließt. Dass es nicht etwas ist, was wir automatisch immer haben. Sondern dass es etwas ist, was wir auch verlieren können, was uns auch entgleiten kann, was wir vergessen können. Und damit wollen wir uns auch heute ein bisschen beschäftigen mit den Gründen, die wir als Christen für die Dankbarkeit Gott gegenüber haben. Mit den Gründen, warum wir diese Dankbarkeit manchmal auch einbüßen können. Und mit Gottes Wegen, wie wir dazu kommen können, diese herausfordernde Aussage in Epheser 5, Vers 20 mehr und mehr zu verwirklichen, sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles. Ja, wenn wir die Bibel zu diesem Punkt studieren, dann merken wir als allererstes, dass Dankbarkeit eben gerade nicht eine natürliche Eigenschaft des natürlichen Menschen ist. Wir sind oft schon Menschen gegenüber nicht besonders dankbar. Ja? Eltern können das manchmal ein bisschen erleben und merken an ihren Kindern, dass da manche Dinge wie selbstverständlich genommen werden. Da braucht man doch nicht Dank sagen dafür. Ja, ist doch klar, warum nicht mehr davon? Ja? Aber so verhalten wir uns als Menschen auch Gott gegenüber. Ja? Und eine der ersten Dinge, die wir da sehen, ist, dass der ungläubige, sündige Mensch von Gott gekennzeichnet wird als undankbar. In Lukas 6, Vers 35 zum Beispiel, da wird ganz kurz eine Kennzeichnung der Sünder gegeben. Und da heißt es, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. So sieht Gott einen Menschen, der nicht
seine Sünden hat abwaschen lassen. Der natürliche Mensch ist Gott gegenüber erstens böse und zweitens undankbar. Ja, warum denn Dank? Was hat ein natürlicher Mensch für Grund, Gott zu danken? Da lesen wir in Römer 1 etwas drüber. Römer 1, wo die Herzenshaltung der sündigen Menschen gegen Gott geschildert wird und bloßgestellt wird durch das Wort Gottes. Da heißt es ab Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da es Gott ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Es gehört also zu den ganz großen Dingen, grundlegenden Dingen, die der heilige Gott einmal jedem sündigen Menschengeschöpf vorhalten wird in der Stunde des Gerichts. Du hast mir nicht gedankt und mich nicht als Gott geehrt, obwohl du mich hättest erkennen müssen und können aus meiner Schöpfung, aus dem, was ich gemacht habe. Und schaut, wenn wir uns diese Schöpfung Gottes einmal anschauen, dann merken wir, dass das schon eigentlich der erste Grund ist, warum wir dankbar sein sollten für all das, was Gott in seiner Güte geschaffen hat in seiner Schöpfung. Das ist interessant. In Offenbarung 4, Vers 9 bis 11 lesen wir von dem Dank und der Anbetung der Erlösten. Und da finden wir, dass die Schöpfung selber einer der ganz wesentlichen Gründe auch für die Anbetung der Erlösten ist. Lesen wir mal ab Vers 9 in Offenbarung 4. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden geschaffen. Also allein schon die Tatsache, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist, ist ein Grund, ihm zu danken, ihm Ehre und Anbetung zu geben. Die Tatsache, dass er uns geschaffen hat, uns Leben gegeben hat, uns einen Leib gegeben hat, uns wunderbar gemacht hat, wie es im Psalm 139 heißt, sollte uns beständig zum Dank veranlassen. Gott hat uns geschaffen. Gott hat uns Leben gegeben. Gott hat diese Schöpfung geschaffen. Und er hat sie geschaffen, auch um des Menschen willen. Und wenn wir einmal wirklich in die Biologie, in die Ökologie, in die Wissenschaften tiefer hineinschauen, dann staunen wir, was Gott in seiner Schöpfung alles gemacht hat, damit es dem Menschen dient. Wieso zum Beispiel können wir Kuhmilch verdauen, wenn sie vergoren ist? Wieso gibt es Heilpflanzen, die genauso geschaffen sind in ihrer chemischen Zusammensetzung, dass sie Menschen Linderung von ihren Krankheiten geben? Wieso ist die Luft genau so zusammengesetzt, dass wir es überhaupt atmen können? Ja? Die ganze Schöpfung spricht von Gottes Güte. Sie spricht davon, dass diese Erde geschaffen wurde als ein Lebensraum für die Menschen, für sein höchstes Geschöpf. Dass die Liebe und Fürsorge Gottes für den Menschen kommt in der Schöpfung zum Ausdruck. Und heute ist es Mode, über das Wetter zu motzen und zu schimpfen, und manche fluchen sogar. Aber wer dankt Gott noch, wenn der Regen rechtzeitig kommt, wenn die Sonne rechtzeitig kommt? Manche Bauern tun es noch, die sind noch nahe genug dran. Aber wir? Sehen wir, dass das Gottes Wunderwerke sind? Erweise von Gottes Güte, bewegt uns das zur Dankbarkeit? Die Bibel sagt, es sollte uns dazu bewegen. Gott ist der Schöpfer.
Gott hat diese Welt wunderbar geschaffen. Er hat uns geschaffen. Er hat uns Leben gegeben. Und allein das wäre schon Grund, beständig Dank zu sagen. Diesem großen Gott. Aber wir als Gläubige, wir haben einen noch viel, viel gewichtigeren und größeren Grund, Gott alle Zeit zu danken und dankbar zu sein. Und dieser Grund, damit haben wir uns heute Morgen in der ersten Stunde wieder einmal beschäftigen dürfen. Dieser Grund ist die Erlösung, die Errettung, die wir durch die Gnade Gottes erfahren haben. Ich möchte dazu einmal aus dem Alten Testament etwas lesen, aus Psalm 103. Diese Dankbarkeit für Gottes Rettung kennen wir ja schon im Alten Bund. Auch die Gläubigen des Alten Bundes wussten von dieser wunderbaren Gnade Gottes, der sie ihr Leben verdankt haben. Psalm 103, die ersten Verse. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das können wir jeden Morgen neu beten und sagen. Muss nicht mit diesen Worten sein. Aber das sollte der Grundton unseres Dankes und unserer Anbetung sein, dass wir Gott, den großen Gott, dafür loben und preisen und ihm danken von ganzem Herzen, dass er uns errettet hat aus der ewigen Verderbnis und Verdammnis der Hölle. Ich denke, dass es auch einfach das ist, dass wir viel zu wenig uns bewusst machen, wie böse die Sünde eigentlich ist, wie verdorben wir Menschen eigentlich in den Augen des heiligen Gottes sind, wie böse unsere Haltungen, unsere Taten sind, dass wir so wenig dankbar sind für die Errettung. Wir erkennen Gott oft nicht so klar als das verzehrende Feuer. Wir wissen nicht so klar, was es bedeutet, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, nämlich als Sünder. Wenn wir das tiefer erkennen würden, wie das Wort Gottes es uns sagt, dann wären wir dankbarer, dass wir durch Gottes unbegreifliche Liebe und Gnade aus diesem Schicksal erlöst sind und herausgenommen sind. Diese Dankbarkeit für die Errettung, das sollte der ganz tiefe und große Grundton unserer christlichen Dankbarkeit sein. Und dieser Grundton sollte jeden Tag in unserem Herzen schwingen, sollte jeden Tag klingen zu Gott in Worten der Danksagung. Sage Gott alle Zeit Dank für alles. Ist es bei uns so? Beschäftigen wir uns genug mit dieser großen Errettung? Epheser 2, Vers 4 bis 7, um nur eine der vielen Bibelstellen zu nennen, führt uns das etwas vor Augen, was Gott für uns getan hat. Und wenn wir das lesen und uns bewusst machen, dann können wir nicht anders, als Gott zu danken. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Ja, da wird es ein bisschen angedeutet, wie groß eigentlich Gottes Gnade und Liebe in der Erlösung zu uns ist. Es fängt damit an, dass Gott uns unsere Schuld und Sünde vergeben hat, weil sein Sohn, das Lamm Gottes, sie stellvertretend für uns am Kreuz getragen hat. Wenn wir uns das bewusst machen, was das bedeutet, dass der Herr Jesus um unsertwillen bereit war, diese ganze Sünde der Welt zu tragen, dass er bereit war, etwas Abscheuliches, ein Greuel in den Augen seines Gottes zu werden. Denn so war das. Dass er selber diese Greuel auf sich genommen hat, sich hat zurechnen lassen, die wir begangen haben, aus Liebe zu uns. Wenn uns das bewusster wird, dann werden wir dankbare Leute. Dann werden wir froh werden angesichts dessen, was Gott uns bereitet hat, dadurch, dass er uns alle unsere Schuld und Sünde vergeben hat, aus lauter Gnade, um des Herrn Jesu willen. Und es war ja nicht seine Pflicht,
Es war ja nicht so, dass wir Gott irgendeinen Anlass gegeben hätten, uns zu retten, weil etwas Edles oder Gutes in uns gewesen wäre. Die Bibel sagt es ja, da ist keiner, der Gutes tue. Da ist keiner, der edel ist, keiner, der Herrlichkeit hat und vor Gott bestehen kann. Sondern wir waren alle Feinde Gottes. Und Gott hat es dennoch getan. Gott hat sich erbarmt über solche, die diese Barmherzigkeit von Anfang an gar nie gesucht haben. Die haben wir ja erst gesucht, als Gottes Geist schon an uns gewirkt hat. Vorher waren wir gleichgültig der Sünde gegenüber. Das ist jeder Sünder in seinem normalen Zustand. Ihm ist es wurscht, was Gott über ihn denkt. Ja? Er lebt gegen Gott. Er lebt sein eigenes Leben. Und erst wenn uns bewusst wird, was unsere Sünden eigentlich sind, dann merken wir, was es bedeutet, dass sie ein anderer für uns getragen hat. Schaut und allein schon das, dass uns unsere Sünden vergeben sind, wäre Grund zu ewiger Dankbarkeit. Wenn Gott es so gemacht hätte, dass wir als erlöste Geschöpfe die hinterste niedrige Hütte im Himmel einnehmen würden, meilenweit von dem Thron Gottes entfernt, am äußersten Ende des Himmels, und dass wir dort gerade unser täglich Brot bekommen, dann könnten wir unendlich dankbar sein. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass es unendlich viel besser wäre, als in der Verdammnis der Hölle zu sein? Ganz bestimmt. Aber schaut, das ist ja das, was in dem Epheserwort auch zum Ausdruck kommt. Gott hat es nicht können, uns nur etwas Gnade zu erweisen. Gottes Gnade ist überströmend. Ja? Sie ist so groß, dass sie jedes Maß überschreitet. Ganz bestimmtes Maß unseres Verstehens. Gott hat uns nicht nur errettet und vergeben, Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht. Gott hat uns so nahe an sein Herz gebracht, wie keiner der heiligen Thronengel, die ihn umgeben, je sein werden. Können wir das verstehen? Ich kann es nicht verstehen. Aber es ist eine Tatsache. Gott hat uns zu Miterben des Christus gemacht. Er hat uns Anteil gegeben an all der Herrlichkeit, die er seinem Sohn gegeben hat. Sein Sohn hat sie bekommen, weil er der Sohn seiner Liebe war, der alle Zeit Gottes Wohlgefallen hatte, der seinen Willen getan hat. Ja, und wir? Haben wir irgendeinen Grund, warum wir Anteil an diesem Erbe des Christus haben sollten, an der Herrlichkeit, an dem Reich? Es gibt keinen Grund in uns. Es ist Gottes Gnade. Gott wollte uns überströmend seine Güte und Liebe erweisen, nicht nur ein bisschen. Schaut, wenn wir das tiefer verstehen, dann wird unser Herz dankbarer, noch dankbarer, hoffentlich. Gott hat also uns nicht nur errettet, er hat uns mit Herrlichkeit beschenkt. Er hat uns ein ewiges Erbe in der Zukunft gegeben und es ist unverwelklich, sagt die Bibel. Das ist für uns bereitet, das kann uns niemand mehr rauben. Ja? Hier bei uns, wir können unsere Arbeitsstelle verlieren, wir können vielleicht unsere Wohnung verlieren, wir können unsere Gesundheit verlieren. Aber das, was Gott uns in Christus geschenkt hat, das werden wir nicht verlieren, das bleibt uns. Und zwar wiederum aus Gnade. Heute Morgen haben wir uns auch daran erinnert, was es eigentlich bedeutet, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt an uns gedacht hat. Schon bevor Adam und Eva gesündigt haben, hat Gott darüber nachgedacht, was er tun will, um Sünder zu retten. Das Lamm Gottes wurde vor Grundlegung der Welt, von Ewigkeit her, auserwählt, dieses Opfer zu bringen. Gott hat uns erwählt, vor Grundlegung der Welt. Auch das ist etwas Gewaltiges. Meinen wir, Gott hat uns deswegen errettet, weil wir uns bekehrt haben, weil wir so toll sind, weil wir besser sind als andere, weil es ein gutes Werk ist, dass wir umgekehrt sind und Gott gesucht haben? Ihr Lieben, dann verstehen wir Gottes Gnade und unser eigenes Verderbnis zu wenig. Ja? Wenn Gott uns nicht angerührt hätte und gezogen hätte, hätten wir nie nach Gott gesucht. Wir wären auch nicht umgekehrt. Wir haben nämlich alle ein hartes und verstocktes Herz von Natur aus. Und es ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit, wenn er dieses Herz anrührt und verwandelt. Und auch das, die Auserwählung Gottes, dieser Ruf, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Wenn uns das nicht zur Dankbarkeit anspannt, dann stimmt etwas mit unserem Herzen nicht. Und es ist leider oft so. Ja, da werden wir nachher noch drauf kommen, dass unser Herz leider nicht gestimmt ist auf Dankbarkeit. Ja? Wenn man, ich
bin kein Musikant, aber wenn man ein Saiteninstrument mit dem Bogen anrührt, dann müsste es eigentlich Wohlklänge von sich geben. Ja? Wenn es aber nicht gestimmt ist, dann gibt es Missklänge, stimmt's? Weiß nicht, aber so habe ich es jedenfalls mitbekommen. Ja? Und wenn unser Herz nicht gestimmt ist, dann rührt uns der Bogen Gottes nicht an und dann gibt es Missklänge statt Wohlklänge. Dann steigt nicht Danksagung auf, sondern etwas grummelt in unserem Herzen. Und der Dank wird erstickt. Kennt ihr das? Ist das bei euch auch so manchmal? Ich denke, das muss jeder Christ von sich sagen. Dass es manchmal, vielleicht sogar öfters, vielleicht sogar schon seit langem so ist, dass dieser Klang der Dankbarkeit, dieser Grundklang der Dankbarkeit in unserem Leben fehlt. Und dann sollten wir Buße tun. Dann sollten wir unser Leben überprüfen vor Gott und ihn suchen. Denn wir haben allen Grund, ihm zu danken. Wir haben keinen Grund, ihm den Dank vorzuenthalten. Da komme ich noch drauf. Weil unser Herz sagt nämlich manchmal, doch, wir haben wohl Grund, Gott den Dank vorzuenthalten. Habt ihr das auch schon mitbekommen in eurem Herzen? Solche Stimmen, die Gott Vorwürfe machen, die Gott anklagen, das erstickt den Dank. Aber ich möchte erst nochmal noch einen dritten Bereich nennen, den wir auch anführen können, wo wir Gott allen Grund haben, Gott zu danken. Dieser dritte Bereich ist die Versorgung und Bewahrung, die tägliche Güte Gottes, die wir als Kinder Gottes in unserem Leben erfahren dürfen. Die Errettung ist ganz gewiss das tiefste und wichtigste Motiv und der tiefste Grund unserer Dankbarkeit. Aber wir dürfen auch nicht übersehen, auch wenn es uns in manchem vielleicht schlecht geht, auch wenn wir vielleicht Leiden und Schwierigkeiten haben. Der Liederdichter, und es war auch einer, der viel gelitten hat, hat einmal gesagt, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott Flügel über euch gebreitet. Viele Bewahrungen merken wir ja gar nicht. Ja? Das manches Mal im Straßenverkehr gedacht. Ja? Wir haben jemand unter uns, der vor kurzem durch Gottes große Bewahrung einem schweren Unfall entgangen ist. Ja? Wie viele beinahe Unfälle. Ja? Wenn ich das mal zusammenzähle, was ich schon alles erlebt habe an beinahe Zusammenstößen, wo beinahe was passiert wäre und wo es durch Gottes Güte noch vorbeigegangen ist, ja, dann wäre allein das schon eine lange Liste Danksagung. Aber es sind viele Dinge, die merken wir gar nicht. Da wendet Gott von uns etwas ab und wir kriegen es gar nicht mit. Glaubt ihr das? Dass da in der Ewigkeit mal uns noch viel mehr Grund zur Dankbarkeit gegeben wird, wenn wir sehen, was der Teufel manchmal an Dingen auf uns vorgesehen hatte und was Menschen vielleicht Böses gegen uns vorhatten und Gott hat es vereitelt, ohne dass wir es mitbekommen haben. Ja? Wir dürfen Gott danken für seine tägliche Bewahrung, für seine tägliche Güte, für seine tägliche Fürsorge. Es ist uns ja selbstverständlich, dass wir Überfluss zu essen haben, oder? Brauchen wir da Gott dafür zu danken? Manche danken da, glaube ich, zu wenig dafür. Mich ganz bestimmt eingeschlossen. Ja. Erst wenn wir mal mitbekommen, wie andere, auch andere Gläubige, leben, wie es woanders zugeht und wie es auch sein kann, dann werden wir hoffentlich etwas dankbarer für das tägliche Brot. Sind wir dankbar für die Arbeit, die wir haben? Oder murren wir, weil die Arbeit uns Mühe macht, wie es schon in 1. Mose heißt, in 1. Mose 3. Ja? Murren wir Gott gegenüber oder sind wir dankbar? Wenn wir dann mal keine Arbeit haben, ja, da sieht die Sache plötzlich anders aus. Ja? Dann merkt man, wir haben viel Grund, Gott zu danken, dass wir überhaupt Arbeit haben, dass wir ein Einkommen haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Das sind alles Dinge, die sollten uns nicht gleichgültig sein. Aber es gibt noch eine ganz andere Art von Bewahrung und Güte Gottes, die gütige Hand Gottes, die über uns ist. Ich bin ja vor kurzem 50 Jahre alt geworden und da habe ich mir mal Zeit genommen zu so einem Gebetsspaziergang in aller Ruhe im Wald und habe mal auch drüber nachgedacht. Habe Gott gedankt und da fing ich an bei meinem Leben als Ungläubiger. Ich habe mich erst mit 30 bekehrt. Aber mir ist es inzwischen sehr klar, dass Gottes Gnade und Bewahrung schon viel vorher über mir war. Dass ich nicht mit 30 schon
zwei uneheliche Kinder und drei geschiedene Ehen und eine völlig zerstörte Lebensbahn hinter mir hatte. Ja? Vielleicht von Drogen völlig den Verstand verloren. Das ist nur Gottes Gnade. Dass ich nicht im Gefängnis gelandet bin, ist nur Gottes Gnade. Ja? Es ist große Gnade Gottes, die schon vorlaufend an uns gewirkt hat. Ich sage es immer wieder mal, wenn ihr in ein gläubiges Elternhaus geboren worden seid, ja, das ist für viele ein Grund zum Murren. Ja, sie sehen nur die Nachteile, sie sehen die Schwierigkeiten, sie sehen vielleicht die Schwächen im Leben und Zeugnis ihrer Eltern, aber sie sehen nicht, dass es eine gewaltige Gnade Gottes ist, dass sie an einem Platz sind, wo sie das Evangelium hören, wo sie den Herrn Jesus liebgewinnen und kennenlernen können. Millionen Menschen sind es nicht. Es gehört zu Gottes Auserwählung und Gnade und wir dürfen dankbar dafür werden. Ja? Aber wie gesagt, ich habe dann auch weiter gebetet und musste sagen, wie viel Torheiten, wie viel Irrwege auch noch als Gläubiger, vor denen Gott mich bewahrt hat, aus denen Gott mich wieder herausgeführt hat in seiner Gnade. Ich durfte das mitbekommen, wie andere in schwärmerischen Torheiten und Verwirrungen ihr Leben ruiniert haben. Indem sie zum Beispiel auf irgendeinen charismatischen Propheten hin jemand geheiratet haben und die Ehe ist eine einzige Katastrophe geworden und hat in Scheidung geendet. Indem sie aufgrund einer Vision und Eingebung ihr ganzes Geld investiert haben in ein Ladengeschäft und das war eine völlige Pleite und sie sind für den Rest ihres Lebens verschuldet. Ja? Solche Dinge gibt es. Sind wir dankbar, dass Gott uns bewahrt hat, auch als Gläubige vor Irrwegen, vor Torheiten, vor Narrheiten, die wir begangen hätten, wenn Gottes Hand nicht über uns gewesen wäre? Ich kann längst nicht alles anführen. Ich hoffe, ihr habt selber noch manche andere Gründe, die ihr selber findet. Gottes tägliche Bewahrung, Güte, Freundlichkeit, Fürsorge ist ein großer Grund, beständig dankbar zu sein. Ja, warum sind wir es da nicht? Warum sind wir es da nicht? Da gibt es doch Dinge, die uns hindern. Ich habe es vorher schon erwähnt. Dinge, die die Dankbarkeit in uns ersticken. Die einen Missklang statt des Wohlklangs hervorbringen. Was sind es für Dinge? Schaut denn, ich denke, da gibt es manche Christen, die jetzt sagen würden, der hat gut reden davon. Der müsste erst mal in meiner Haut stecken. Ich hab's nicht so gut bei Gott. Ich gehe durch Nöte. Ich gehe durch Widrigkeiten, durch Krankheit. Mich plagt Misserfolg im Beruf, Einsamkeit, Schwierigkeiten in der Beziehung zu Eltern, zu Ehepartnern, zu anderen, Streit, Verleumdungen um mich herum. Viele, viele Dinge, die Christen erleiden müssen. Der Herr Jesus hat uns nie einen Höhenweg versprochen. Ein Leben als Gläubige, wo wir nicht leiden, wo wir keine Probleme haben. Ja, so wird es ja oft heute dargestellt. Wenn du Jesus annimmst, dann hast du keine Probleme mehr. Ja? Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Ja? Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wir müssen. Ja? Es gibt keinen anderen Weg. Ja? Wenn wir keine Bedrängnisse haben und keine Probleme, dann müssen wir fragen, was stimmt mit meinem Christsein nicht? Ja, aber was denn dann? Können wir danken, wenn wir schwer krank sind? Können wir danken, wenn wir immer wieder schmerzlich an irgendwelche Schwierigkeiten erinnert werden, an irgendwelche Dinge, die einfach in unserem Leben sind und die nicht weggehen, obwohl wir vielleicht schon viel dafür gebetet haben, können wir trotzdem danken? Das sind oft Dinge, die uns Mühe machen, die uns hindern, beständig alle Zeit für alles Dank zu sagen. Aber dann müssen wir noch ein bisschen weiter fragen. Sind es wirklich diese Nöte und Schwierigkeiten, die uns an der Dankbarkeit hindern? Oder ist es was anderes? Manchmal finden wir Christen, denen es wirklich schlecht geht, die zum Beispiel wirklich schwer krank sind, ständig Schmerzen haben und die trotzdem voller Freude, Friede und Dankbarkeit sind. Das gibt es heute nicht sehr oft, denke ich, aber es gibt es immer wieder. Und es ist ein Gegenbeweis. Es geht doch. Epheser 5,20. Auch wenn ich Nöte habe, auch wenn mein Leben gar nicht gut aussieht nach außen, kann ich dankbar sein.
Ja, aber was ist es denn dann, was mich hindert? Ich will es euch mal sagen. Es ist unser eigenes Herz. Es sind nicht die schwierigen äußeren Umstände, in die Gott uns führt, die unseren Dank ersticken, sondern es ist unser eigenes Herz, wie es reagiert auf die Leiden und Nöte und Schwierigkeiten, durch die wir gehen müssen. Das ist unser Problem. Ja, und was gibt es da für Reaktionen? Auch bei Gläubigen. Wie antworten wir oft, wenn Nöte und Züchtigungen und Anfechtungen kommen? Zulassen, dass bei mir so schief geht in meinem Leben. Warum gerade bei mir? Wieso bestätigt er mich nicht und segnet mich mal kräftig? Die anderen segnet er doch auch. Ist doch gemein. Ist doch nicht in Ordnung. So denkt unser Herz und manchmal noch schlimmer. Verbitterung. Darüber komme ich nicht weg. Manche Christen gibt es, die haben in ihrem Leben bestimmte Punkte, da sagen sie, alles kann ich tragen, aber das kann ich Gott nicht verzeihen. Darüber komme ich nicht weg. Ja? Dass das passiert ist. Unversöhnlichkeit. Ich bin ja mit allen gut Freund, aber der, mit dem nicht. Das, was der getan hat, das vergebe ich nicht. Das sind solche Dinge. Verletzter Stolz. Ich wollte doch auch was darstellen im Leben. Und jetzt bin ich gescheitert. Jetzt hat Gott mich im Regen stehen lassen. Wie stehe ich da vor den Leuten? Blamiert. Enttäuschung über fehlgeschlagene Erwartungen. Jetzt habe ich doch so gehofft, dass das und das eintritt und habe so dafür gebetet und jetzt ist was anderes gekommen. Das ist gerade Gegenteil. Ich bin enttäuscht. Neid. Die haben es gut. Wieso? Geht bei denen alles so glatt? Die haben genau das, was ich mir eigentlich auch wünschte. Warum bei denen? Warum bei mir nicht? Letztlich Gier nach Lebenserfüllung und Lebensverwirklichung. Das steckt dahinter. Unser Herz will Selbstverwirklichung. Es will etwas haben von Gott. Es will erfüllt und getröstet sein, will alles haben. Und wenn es das nicht kriegt, so wie es es will, dann zürnen wir mit Gott. Wollt ihr das mal studieren in der Bibel? Dann schaut euch Israel in der Wüste an. Das ist ein Spiegelbild für unser Herz. Ja? 1. Korinther 10 lehrt uns das Neue Testament auch. Ja? Israel in der Wüste. Ja? Gerade gerettet. Dann kommen sie wohin, wo es kein Wasser hat und sie murren gegen Gott. Dann kommen sie wohin, wo bitteres Wasser ist und sie murren gegen Gott. Sie wollen sogar wieder nach Ägypten zurück, kaum dass sie rausgerettet sind, ja, weil es ihnen nicht passt in der Wüste. Schaut, und so ist unser Herz auch. Ihr Lieben, wir sind nicht anders wie die Israeliten. Es ist geschrieben, damit wir uns selber erkennen. So sieht es auch bei uns aus. Unser Fleisch will Gott nicht dankbar sein. Unser Fleisch, unser altes Wesen macht Gott Vorwürfe für jede Verletzung, für alles, wo Gott Kreuz und Schwierigkeiten hineinordnet in unser Leben, wo er unsere Lebenspläne durchstreicht und sagt, anders. Ja? Da begehrt es auf. Ja, und was machen wir denn dann? Wie kommen wir denn dann zur Dankbarkeit, wenn das so aussieht in unserem Herzen? Ja, ich möchte einfach nochmal 3 biblische Grundsätze anführen, die uns da helfen können, zu einer tieferen und beständigeren Dankbarkeit zu kommen. Die Grundlage ist das Kreuz. Die Grundlage ist, dass wir unserem Eigenleben sterben. Tut mir leid, es gibt keine positivere Botschaft. Ja? Wenn wir unser Eigenleben, dieses fleischliche Begehren, leben lassen, dann werden wir unzufriedene, verbitterte Christen sein, die immer Schwierigkeiten haben und die selten Dank sagen können. Aber wenn wir erkannt haben, dass Gott eigentlich sein Gericht auch über dieses Fleisch, über dieses begehrliche, aufbegehrende, selbstverwirklichungssüchtige Herz ausgesprochen hat, am Kreuz, und dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass das alles in den Tod muss, was sich gegen Gottes guten Willen auflehnt in mir, dann komme ich zu dem Punkt,
des Friedens und der Dankbarkeit. Ich möchte es noch ein bisschen ausführen. Wir brauchen ein dreifaches Ja zu Gottes Wegen mit uns. Dann haben wir mehr Dankbarkeit in unserem Herzen und Leben. Und das erste Ja, ich habe das schon erwähnt, das ist das Ja zum Kreuz, zum Tod für unser Eigenleben mit seinen Begierden. Das ist eine Botschaft, die man heute nicht mehr sehr gerne hört. Heute wird das Ich gehätschelt und gepflegt, die Selbstverwirklichung als christlicher Grundsatz gepredigt und die Menschen werden immer unzufriedener und kommen überhaupt nicht mehr dazu, wirklich mit Gott in Frieden zu kommen, weil sie falsch gelehrt sind. Die Bibel sagt, gib dein Ego in den Tod, gib dieses begehrliche Herz in den Tod. Das sage ich nicht nur so, das steht in Galater 5, Vers 24 zum Beispiel drin. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Und wir wollen uns daran erinnern, Kreuzigung bedeutet knallharter, grausamer Tod. Ja? Angenagelt ans Kreuz, dass es stirbt, dass es nichts mehr tun kann. Das heißt kreuzigen. Also das soll ich mit meinem Fleisch tun. Mit diesem unzufriedenen, rebellischen, undankbaren Herzen. Das gehört in den Tod Jesu Christi, ans Kreuz. Galater 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ja, was passiert dann, wenn ich jetzt nicht so Karriere mache, wie ich mir es wünsche? Wenn mir die Welt gekreuzigt ist, dann kann ich das tragen. Ja? Die Leute mich verspotten an meinem Arbeitsplatz und sagen, du bist spinnst, ja? Dann kann ich das tragen. Wenn die Welt immer noch so lebendig ist und mich noch so lockt und noch so attraktiv ist für mich, dann leide ich, dann kann ich nicht danken für Gottes Kreuzes wegen. Galater 2,20, das ist der Grundsatz. Es geht ja alles von innen nach außen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Schaut, hier sehen wir auch ein Motiv, warum wir unser Eigenleben willig in den Tod geben dürfen. Nämlich dann, wenn wir den anschauen, der uns geliebt hat und der sein Leben für uns in den Tod gegeben hat. Ja? Dann kann ich das. Dann kann ich mich selbst verleugnen und mein Kreuz auf mich nehmen. Das lehrt mich nämlich der Herr Jesus. Immer noch, im 20. und 21. Jahrhundert, genauso wie im 1. Jahrhundert. Die Lehre der Bibel ist immer die gleiche. Die Menschen mögen sie verwerfen oder annehmen, aber es ist immer der gleiche Weg. Es ist immer das gleiche Prinzip, durch das wir letztlich in die Gemeinschaft mit dem Herrn kommen und auch in der Gemeinschaft mit dem Herrn bewahrt bleiben. Wir sollen uns selber verleugnen. Dieses Ego soll in den Tod. Und dann verstehe ich auch, wenn Gott meine Wünsche durchkreuzt, wenn Gott mich Wege führt, die mir wehtun, die mich leiden machen, die meine Selbstentfaltung hindern, dann weiß ich, es ist Gottes Güte und Gnade. Ich muss ja von diesem Ego, von diesem Fleisch loskommen. Sonst kommt Gott nicht zu seinem Ziel mit mir. Und was ist sein Ziel? Dass ich hineingestaltet werde in das Bild des Christus. Ja? Und wenn Christus sein Leben nicht geliebt hat und in den Tod gegeben hat, was ist dann mein Weg? Ja? Unvermeidlich dasselbe. Ja? Und dann darf ich verstehen, es ist Gottes gute Absicht, wenn er mich Kreuzeswege führt. Es ist nicht so, dass Gott mich vergessen hat, dass Gott mich nicht liebt, dass Gott sich nicht um mich kümmert. Das redet einem der Teufel dann ein. Ja? Wenn wir in der Anfechtung sind, dann sagt er, siehste, habe ich doch gesagt, ja? Gott kümmert sich nicht um dich. Er ist ein harter Herr. Ja? Er fordert nur, anstatt zu geben. Ne? So sagt der eine Knecht, der das Talent vergraben hat. Deswegen. Ja? Ich wusste, dass du ein harter Herr bist. Was du nimmst, wo du nichts gegeben hast. Ist so unser Gott? Nein, ganz gewiss nicht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir diesen Einflüsterungen des Teufels nicht Raum geben. Sonst wird unsere Dankbarkeit erstickt. Ja, wenn wir wirklich sagen, jawohl, mein Eigenleben soll sterben und die Gelegenheiten, die Gott dazu gibt,
dass ich mich beugen muss, dass ich mein Eigenleben verliere, die sind, da bin ich dankbar dafür. Das ist für mich der Boden, wo mein geistliches Leben wachsen kann, wo ich stark werden kann in dem Herrn. So sieht es die Bibel. Und so haben es viele, viele gläubige Christen früher gesehen, als diese Dinge noch klar gelehrt wurden. Ja? Etwas anderes ist wichtig. Ein Ja zu Gottes Züchtigungen. Ein Ja zu Gottes Züchtigung. Hebräer 12 finden wir dieses als Ratschlag und ganz wichtigen geistlichen Grundsatz für unser Leben. Ab Vers 4 lese ich mal. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ja, wenn ich das verstanden habe, dann weiß ich, als Kind Gottes ist es ganz normal, dass ich durch Züchtigungen gehe. Gott würde mich völlig verderben in meinem Charakter, wenn er alles mir gut laufen ließe. Glaubt ihr das? Wenn nicht, dann habt ihr euer eigenes Herz noch nicht richtig erkannt. Ja? Gott meint es gut, wenn er euch Hindernisse in den Weg setzt. Gott meint es gut, wenn er euch Schwierigkeiten schickt. Gott meint es gut, wenn er eure Pläne und Absichten und seien es manchmal die wohlmeinendsten, zunichte macht und seinen Strich durchmacht manchmal. Das tut er ja nicht immer, aber manchmal. Ja? Gott meint es gut. Züchtigung gehört zum Wesen eines Kindes Gottes dazu. Und zwar einfach, weil wir dieses Fleisch noch haben. Das wäre wunderbar, wenn wir nur ein neues Herz hätten und keine Spur mehr von Sünde in uns. Ich denke, da dürfen wir uns drauf freuen, auf diesen Augenblick, wo das wirklich so ist. Aber hier auf der Erde haben wir das Fleisch noch. Wir haben diese alten Einstellungen noch. Wir können noch murren. Wir können noch undankbar sein. Wir können noch sündigen. Und schaut, da ist es wichtig, dass Gott uns durch schwierige Lebensführungen erzieht. Und manche Lektionen kommen immer wieder. Und wir sagen, ach Herr, es könnte doch für dieses Mal genug sein. Ja? Aber schaut, Gott ist der vollkommene Pädagoge. Er weiß, wann es genug ist. Und es gibt ein Genug. Ja? Jede Züchtigung hat ein Ende. Jede Anfechtung hat Gott so geplant, 1. Korinther 10, dass er den Ausgang für uns schon mitbedacht hat. Und dass er uns durchbringen will. Ja? Das ist Gottes Güte in dem Ganzen. Aber wir müssen lernen, Schwierigkeiten und Anfechtungen und Enttäuschungen aus Gottes Hand zu nehmen als Kinder Gottes. Wenn wir das nicht lernen, dann werden wir auch nicht beständig dankbar sein können. Wenn wir das nicht lernen, dann werden wir über jede Schwierigkeit stolpern, die Gott aus Liebe in unser Leben hineinlegt. Glaubt ihr, dass man nur in Anfechtungen und Schwierigkeiten geistlich reifen kann? Ich weiß nicht, ob ihr es glaubt, aber die Bibel sagt es. Lesen wir mal Jakobus. Jakobus 1 ist eine sehr herausfordernde Aussage. Auch für mich sehr herausfordernd. Für jeden von uns, denke ich. Ab Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Das ist was zum Knacken für unser Leben. Ja? Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Standhaftigkeit bewirkt. Die Standhaftigkeit aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seid und es euch an nichts mangelt. Ja?
Also da sagt die Bibel ganz klar, die Anfechtung gebraucht Gott, damit wir reifen, damit wir wachsen im Glauben, damit wir zu einer Vollständigkeit kommen in unserer geistlichen Persönlichkeit. Ohne die sind wir nicht vollständig, ohne diese Anfechtung. Ne? Und das müssen wir uns vor Augen führen, dann dürfen wir einfach sehen, gut, ich verstehe das zwar im Moment nicht, warum ich solche Schwierigkeiten durchmache, aber Gott, du hast einen guten Plan damit. Und schau, das ist die ganze Herausforderung unseres Glaubenslebens hier auf der Erde. Wir sehen das bei Hiob. Ja, Gott hat zugelassen, dass Hiob echte Nöte durchmachen musste. Und Gott wollte, dass Hiob dennoch an der Güte Gottes festhält. Ja, wenn wir das uns anschauen, eine ganze Zeit lang war es gut. Am Anfang konnte er sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann irgendwann ging er dazu über, Gott anzuklagen. Und am Schluss hat Gott ihm gezeigt, ich bin souverän, ich bin größer als du. Ja? Ich habe meine Pläne und ich weiß, warum ich dir diese Dinge zugemutet habe. Und als er sich darein ergeben hat, dann kam der Segen wieder, dann war die Prüfungszeit zu Ende. Ja? Versteht ihr? Es geht darum wirklich, dass wir anerkennen, Gott meint es gut mit uns. Auch in den schwierigen Zeiten, auch in den Enttäuschungen. Gott ist ein guter Gott. Er hat uns errettet, nicht damit er uns nachher in die Pfanne haut, sondern damit er uns durch alle Nöte hindurch läutert und zu einem herrlichen Ziel bringt. Und das wird er tun, weil er treu ist, weil er gnädig ist, weil er die Liebe ist. Und diese Dinge festzuhalten angesichts von Schwierigkeiten, das ist eine der Lektionen, die mutet unser Gott uns zu in unserem christlichen Glaubensleben. Nehmen wir sie doch dankbar an. Nehmen wir sie doch von Herzen an und bitten Gott um Gnade, um den Beistand seines Geistes, dass wir seine Züchtigungen richtig annehmen können. Ja, das können wir nicht von uns aus. Da brauchen wir Gottes Hilfe. Und Gott will uns dazu helfen. Ja, und das dritte Jahr, das umfassende, tiefe Jahr, das wir brauchen, ist einfach ein Jahr zu Gottes weisen, souveränen Wegen. Ein Jahr zu Gottes Willen, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Wir müssen einfach anerkennen, was Gott selber einmal sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, so viel höher, wie der Himmel über der Erde ist. Ja? Ihr könnt nicht alles verstehen. Und wir dürfen Gott auch nicht mit unserem kleinlichen, menschlichen Verstand vor die Gerichtsschranken rufen und sagen, wieso, wie kannst du so etwas tun? Bei mir oder bei anderen? 5. Mose 32, Vers 3 bis 4. Lesen wir eine ganz tiefe Aussage, die Mose nach einem langen Leben des Glaubens mit Gott zusammengefasst hat und zum Ausdruck gebracht hat. Denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht, ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Ja, das sollte als Bekenntnis des Herzens über all unseren Wegen, über unseren Höhen und Tiefen stehen. Dann sind wir auch beständig dankbar. Dann wissen wir, Gott hat alles in seiner Hand, Gott meint es gut, Gott führt alles zu einem guten Ziel, auch wenn ich das nicht nachvollziehen kann im Moment und nicht selber nicht raussehe aus dem Ganzen. Das ist ja das. Wir sehen nicht raus. Gott sieht schon das Ende. Aber wir sehen es noch nicht. Deswegen leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Römer 8, 28 noch als eine ganz wichtige Aussage. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wissen wir das? Lasst uns das doch ganz neu und bewusst im Glauben festhalten. Wir dürfen alle Dinge zum Besten dienen, oder wie es wörtlich heißt, alle Dinge wirken zusammen zum Guten. Das ist interessant, ne? Wir haben ja heute das Wort Synergio, Synergie. Das ist das Wort, was da steht. Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren zu einem Ziel. Ja? Alle Dinge, alle Umstände unseres Lebens, die guten und die schwierigen, wirken in Gottes souveränem Plan zusammen zu unserem Guten. Und wenn wir das glauben können, dann werden wir dankbar auch für die Anfechtung. Dann werden wir dankbar mitten in Krankheit und Not.
Dann werden wir dankbar sein für das, was unveräußerlich ist, wenn uns alles Menschliche und Äußerliche wegschwimmt. So war es ja bei Hiob. Der hat dann zum Schluss gar nichts mehr gehabt, außer einer kranken Haut um sich herum. Ja? Ja? Das ist hart. So weit sind wir noch lange nicht. Ja? Schaut, und dennoch hat er viel Grund zu danken gehabt. Ja? Er hat gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das wiegt eigentlich alles auf. Ja? Wenn wir die Dinge nur richtig sehen. Und dazu möchte ich ermutigen, dass wir in allen Schwierigkeiten und Enttäuschungen, die unser Leben zwangsweise mit sich bringt, dass wir einen ungetrübten Blick bewahren oder vielleicht uns ganz neu schenken lassen für die Gnade und Güte und Liebe unseres Gottes. Für die Güte und Liebe unseres Herrn und Retters Jesus Christus, der beständig als der gute Hirte für uns sorgt, auch in den tiefen Tälern, nicht nur auf den Höhenwegen. Und dann dürfen wir alle Zeit danken. Dann dürfen wir mitten in den Schwierigkeiten sagen, danke Herr Jesus, dein Stecken und Stab tröstet mich. Auch im Tal der Todesschatten. Ja? Auch dort, wo Depression, Not, Düsternis um uns herum ist, der Herr ist dabei. Der Herr führt wieder raus. Und dann dürfen wir unser Herz zur Ruhe kommen lassen in Christus. Zur Ruhe kommen lassen in der Gnade und Güte Gottes. Dort soll es nämlich ruhig werden. Aufhören, sich Sorgen zu machen. Aufhören, Vorwürfe zu machen. Aufhören zu murren, sondern dankbar sein, dass Gott, der Herr unseres Lebens, alles in seiner Hand hat. Dass er mit seiner Weisheit und Souveränität die Wege unseres Lebens zu einem guten Ziel führt, wenn wir uns ihm ganz anvertrauen. Und dann werden wir auch durch unser Leben und durch unsere Lippen Gott ehren. Denn das ist das, was Gott auch möchte. Psalm 50, Vers 23 finden wir diese Aussage. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Ja? Es geht auch darum, dass durch unser Leben der große Gott Ehre und Verherrlichung erfährt. Und das wird dann der Fall sein, wenn wir wirklich ihm Dank sagen, auch in Schwierigkeiten Dank sagen, auch aus dem Tal heraus. Dank sagen unserem großen Gott. Und dann wird unser Leben auch ein kraftvolles Zeugnis sein in einer Welt, wenn wir mal um uns schauen, die Dankbarkeit, Zufriedenheit und Freude so gar nicht mehr kennt. Ja? Jemand, der wirklich sagen kann, ich bin von Herzen dankbar für meine Lebensumstände. Da kriegen die Leute große Augen. Wie? Sie sind dankbar. Ja, aber ja, es gibt doch so viel, wo man meckern muss, wo man unzufrieden sein muss, was schief läuft. Ja? Wisst ihr, wenn wir das von Herzen sagen, wenn das die Menschen uns abspüren, dass wir dankbare Leute sind, dann ist das ein gelebtes Stück Evangelium. Ja? Sagen die, der hat einen Frieden, von dem geht eine Kraft aus, das verstehe ich gar nicht. Ja? Wie kann der? Wie kann der so leben? Der hat doch auch Schwierigkeiten, das weiß ich doch. Ja? Als Nachbar, als Kollege kriegt man ja manches mit. Schaut, und das möchte Gott unter anderem auch durch unser Leben in Dankbarkeit, dass er nämlich andere anrührt, dass dieses Lebenszeugnis etwas bewirkt, dass Menschen, die ohne Gott leben, selber zum Herrn hinfinden. Ich möchte einfach schließen mit drei alttestamentlichen Dankesworten, die uns die Bandbreite der Danksagung der Gläubigen vielleicht noch mal ein bisschen deutlich machen können. Psalm 107, den Anfang. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Gnade währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers. Psalm 138, den Anfang. Dir will ich danken von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt und deinem Namen danken um deiner Gnade und Treue willen. Denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. Und Psalm 92, Vers 2 und 3 zum Schluss noch.
Gut ist's, dem Herrn zu danken und deinem Namen zu Lob singen, du Höchster. Am Morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue. Möchte der Herr es schenken, dass wir mehr und mehr ein beständiges Wort des Dankes, ein dankbares Herz bekommen und ihn dadurch ehren. Amen.